Die Fohlen haben heute die Vorbereitung für das kommende Auswärtsspiel bei RB Leipzig aufgenommen. Das Spiel startet am Sonntag um 15.30 Uhr. Bis dahin stehen noch einige Trainingseinheiten für unsere Jungs auf dem Programm. Den aktuellen Trainingsplan findet ihr wie immer auf Borussias Homepage. Jonas Hofmann muss derzeit aufgrund einer Muskelverletzung am Hüftbeuger pausieren. Auch nicht auf dem Platz ist natürlich Matthias Ginter, der sich im Spiel gegen Hannover eine Fraktur der Augenhöhle und des Kiefers zugezogen hatte. Mittlerweile ist Matze operiert worden und hat sich bereits in den sozialen Medien an die Fans gewandt. Danach ist die OP nach Plan verlaufen. Wir wünschen Matze natürlich weiterhin eine schnelle und gute Genesung. Heute Abend ab 18 Uhr könnt ihr Cheftrainer Dieter Hecking im Rahmen der Radio 91 Sendung Borussia hautnah hören. Unser Coach wird eine Stunde lang Rede und Antwort stehen. Die Sendung könnt ihr live bei Radio 91 hören, entweder im Radio oder via Stream im Netz. Zum ersten Mal hat die Sportlerehrung der Stadt Mönchengladbach im Borussia-Park stattgefunden. Geehrt wurden Mönchengladbacher Sportler, die in den Jahren 2017 und 2018 herausragende Leistungen in ihren Sportarten zeigen konnten. Unter anderem waren wieder die Fußballerinnen und Fußballer der evangelischen Stiftung Hefata dabei, die bei den Special Olympics für Menschen mit geistiger Behinderung sehr gut abschnitten. Vom Fußball über Judo bis hin zur Leichtathletik wurden insgesamt rund 90 Sportler geehrt. Auch die Borussen Lars Stindl und der verletzte Matthias Ginter wurden für ihre Berufung in die deutsche A-Nationalmannschaft ausgezeichnet. Mal ein anderer Preis, aber eine schöne Sache. Hab das heute gerne in Empfang genommen. Werde ich weiterreichen an Matthias, der die Ehrung auch bekommen hat. Wirklich eine tolle Sache der Stadt Mönchengladbach. Neben Stindl waren auch seine Kollegen des Mannschaftsrates sowie viele offizielle Borussias bei der Ehrung dabei. Mönchengladbachs Sportlerehrung wurde mit der Unterstützung der Stadtsparkasse Mönchengladbach, der NEW und der Marketinggesellschaft der Stadt durchgeführt. Für das Rahmenprogramm wurde der Magier Nikolai Friedrich engagiert. Zum Heimspiel gegen Hannover hat Borussia alle neuen Erstklässler der Stadt Mönchengladbach in den Borussia-Park eingeladen. Rund 2600 Kids und Eltern schauten sich das Spiel gegen Hannover an. Eine Aktion, die nicht nur bei den Erstklässlern, sondern auch an den Schulen gut ankam. Bei uns auf jeden Fall eine ganz große Nummer, denn wir sind ja bewegungsfreudige Schule. Wir machen ganz viel zum Thema Fußball. Wir haben Kooperationen, wir haben Mannschaften, die wir auch zum Vitus Cup schicken. Und Borussia ist immer dabei, zum Sportunterricht mit dem Trikot von Borussia. Ganz klare Sache für die Jungs und auch für die Mädchen. Auch die beiden Einlaufkinder, die mit Jünter das Spielfeld betreten durften, sind Erstklässler an der KGS Holt und Günhofen. Und Jünter ist weiter umtriebig. Am kommenden Samstag lädt er zum Jünter-Kinotag im Borussia-Park ein. Ausnahmsweise gibt es im Stadion dann kein Fußballspiel zu sehen, sondern einen altersgerechten Film. Natürlich gibt es für Jünter-Clubmitglieder nicht einfach nur den Film und Popcorn. Es wird auch kleine Geschenke und weitere Überraschungen geben. Wir werden dann noch ein wenig ein Rahmenprogramm haben. Wir haben noch zwei andere Maskottchen zu Gast, die vielleicht der ein oder andere auch schon kennt. Und dann werden wir um ca. 13 Uhr dann auch mit dem Film beginnen und freuen uns, wie gesagt, wenn wir noch einige Leute mit dieser Idee begeistern können. Wer dabei sein möchte, muss im Jünter-Club sein und eine E-Mail an jünter@borussia.de senden. Die Teilnahme kostet 9 Euro. Mehr Infos zur Aktion und zum Jünter-Club erhaltet ihr auf Borussias Homepage. Die Initiative Nordkurve Aktiv hat am Sonntag vor der Nordkurve wieder Süßigkeiten für die Weihnachtstütenaktion 2018 gesammelt. Seit einigen Jahren sammeln wir immer einmal im Jahr, rufen wir dazu auf, Süßigkeiten zu spenden. Also alle Borussia-Fans sind dazu aufgerufen, hier beim mobilen Jugendzentrum von De Kull Süßigkeiten abzugeben. Wir packen dann mit dem Nordkurve Aktiv-Team diese Süßigkeiten gemeinsam und gehen dann in Einrichtungen hier in Mönchengladbach, Kinderheime oder Jugendzentren und mit unserem De Kull bzw. Nordkurve Aktiv Weihnachtsmann und bringen dann die Süßigkeiten dort vorbei. Borussias Fans suchen auch immer wieder weitere Einrichtungen in der Stadt, die von den Sammlungen profitieren können. Weitere Infos und Kontaktdaten findet ihr unter www.nordkurve-aktiv.com. Hier könnt ihr euch auch über weitere karitative Aktionen der Fanszene informieren. In der Nachwuchsrunde für Top-Talente hat Borussia am Dienstagabend einen deutlichen 7:1-Sieg bei Roda Kerkrade eingefahren. Das Fohlenteam, das sich erneut aus Spielern des Lizenzkaders der U23, U19 und U17 zusammensetzte, kam in den Niederlanden gleich gut in die Partie. So brachte Julio Villalba die Fohlen in der 9. Minute in Führung. Villalba, Keenan Bennett, Ryan Adigo und erneut Villalba erhöhten den Spielstand noch im ersten Durchgang auf 5:0.
Im zweiten Durchgang trugen sich auch die eingewechselten Sander Christiansen und Mika Schröers in die Torschützenliste ein. Kurz darauf unterlief den Fohlen ein Fehler im Spielaufbau, den die Gastgeber prompt zum einzigen eigenen Treffer nutzten. Am Ende gewannen die jungen Fohlen 7:1. Der ein oder andere wird auch am kommenden Wochenende wieder bei den Fohlen-Teams zum Einsatz kommen. So spielt die U23 am Freitag um 19.30 Uhr bei RW Oberhausen. Die U17 muss am Sonntag um 12 Uhr bei Preußen Münster auflaufen. Unsere U19 ist am Sonntag schon um 11 Uhr bei Fortuna Düsseldorf dran. Ebenfalls um 11 Uhr spielen Borussias Frauen im Grenzlandstadion gegen Essen.